Das ist diesmal das letzte Palaver in diesem Jahr. Wir haben ja jeden Monat am letzten Montag des Monats Palaver, Attack Palaver. Und außer im Dezember, weil das dann zwischen Weihnachten und Silvester wäre, da machen wir dann mal Pause. Also das nächste ist dann Ende Januar. Das Thema ist da, steht noch nicht fest. Und ich möchte noch darauf hinweisen, dass da hinten eine Spendenbüchse steht beim Klaus. Der Klaus verwaltet auch den Büchertisch. Da liegen einige Attack-Bücher aus mit Preisschild dabei und es gibt auch Flugblätter, auch eine Beschreibung von die Liste der Arbeitskreise von Attack München, wenn sich jemand interessiert dafür. Und also denke daran, dass wir auch ein bisschen Unkosten haben für Raummiete und so weiter. Also wenn jemand was in die Spendenbüchse werfen tut, das ist uns willkommen. Gut, ich will jetzt gar nicht mehr sagen, sondern dann überleiten an, der heutige Abend wird gestaltet von Renate Börger als Moderatorin und dem Robert. So, jetzt bist du dran. Ja, guten Abend. Ja, stellen wir uns einfach mal vor, 20 Jahre später, es gibt unter dem Dach der UN einen Umweltgerichtshof, der als Verbrechen anklagt, welche Schädigungen der Natur und der Lebensgrundlagen, vor allen Dingen der Lebensgrundlagen für zukünftige Generationen, mutwillig in Kauf genommen wurde. Wir würden also den Begriff des Verbrechens juristisch wirklich anwenden und aber auch im Denken anwenden. Und es wäre für uns eigentlich wahrscheinlich sehr selbstverständlich. Wir würden uns fragen, wieso ist das eigentlich nicht viel früher gekommen? Wieso hat sich das Umweltrecht so spät eigentlich entwickelt? Und wieso haben wir so spät für diese wirklichen verbrecherischen Schädigungen zukünftiger Lebensgrundlagen das so lange hinnehmen müssen? Und deswegen freue ich mich, dass wir heute eine Organisation vorstellen, und Robert Wager ist ihr Deutschlandvertreter, End Ecocide on Earth, also Stopp den Ökozid. Es ist eine internationale NGO, die sich speziell zur Aufgabe gemacht hat, juristische Konstruktionen und Institutionen zu mobilisieren, um die Umweltschäden auch vor Gericht bringen zu können, also Klageformen zu finden, die wirklich wirksam sind. Und Robert Wager ist studierter Biologe und seit 5 Jahren aktiv, leidenschaftlich aktiv für diese Organisation. Und wir werden also diese Organisation kennenlernen und das Denken dahinter. Und ich finde das ganz toll, dass wir jetzt sozusagen auch mal eine Lektion in Umweltrecht bekommen, also in den juristischen Aspekten von Governance und Umweltpolitik auf der Ebene der Vereinten Nationen. Danke, Robert Wager, dass du zu uns gekommen bist. Und wir haben etwa eine Stunde oder 50 Minuten Input von ihm. Verständnisfragen zwischendurch sind erlaubt. Und er selber erlaubt sich dann, wenn er das Gefühl hat, das ist mehr eine Diskussionsfrage, das dann für den Schluss sich vorzubehalten. Und jetzt hast du erstmal das Wort. Ja, vielen Dank, Renate. Hört ihr mich gut so, wenn ich so spreche? Ja. Dann mache ich das ohne extra Mikrofon. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ihr Interesse habt an unserem Thema und auch, dass ich zum zweiten Mal schon dazu sprechen darf. Ich finde es auch in der Tat sehr interessant zu beobachten, wie die Entwicklungen jetzt praktisch weitergehen bezüglich der Gerechtigkeit auf der Erde, bezüglich der Gerechtigkeit auch zukünftigen Generationen gegenüber, wie du schon gesagt hast. Und eigentlich können wir sogar sagen, haben wir die schöne Situation, die großartige Gelegenheit, dass wir mitgestalten können, weil wir wahrscheinlich in nicht allzu langer Zeit gar nicht mehr anders können werden. Weil wir gezwungen sein werden, Lösungen zu finden, die Entwicklungen auf globaler Ebene, auf globaler Umweltebene, die werden sich so weit zuspitzen, dass wir immer mehr eigentlich in einen Handlungszwang kommen werden. Und diese Dynamik, die spüren wir jetzt bereits ganz deutlich, und das wird weitergehen, das wird sich verstärken, und es ist wirklich spannend, das zu begleiten. Und das ist jetzt auch mein großes Thema geworden. Ich habe ja angewandte Ökologie studiert eigentlich in den Bereichen Frischwasserbiologie, also Süßwasserbiologie und Vegetationsökologie, also Limnologie und Vegetationsökologie der Erde. Und ich habe dann eine Zeit lang an der Uni gearbeitet, an der TU München, und bin jetzt doch sehr froh, dass ich mich entschieden habe, mich ganz auf das Thema globale Ökosysteme
und globale Ökologie zu konzentrieren, weil ich festgestellt habe, dass ich für dieses Thema, für dieses Engagement meine ganze Energie benötige. Und ich jetzt eigentlich froh bin, dass ich diesen Schritt gegangen bin, mich sozusagen selbstständig zu machen in dieser Richtung und davon leben zu können. Heute ist ja auch wieder ein sehr spannender Tag. Die Ereignisse überschlagen sich förmlich wieder. Wir haben heute gehört, dass heute Morgen in der Früh im Hambacher Forst am Tagebau Hambach RWE das Roden angefangen hat, unter Polizeischutz und Protesten und auch Tränengaseinsatz. Und es ist nicht klar, ob dieser Wald erhalten bleiben wird. Es ist im Grunde genommen ein Wahnsinn, dass wir dort Wald roden, der CO2 speichern könnte, um Braunkohle zugänglich zu machen, abbauen zu können, die wir dann verbrennen wollen, um CO2 in die Luft zu pusten. Und dann ist außerdem heute auch noch aktuell gerade die EU am Beraten über das Glyphosat wieder mal und ist schon durch. Weitere fünf Jahre. Wir haben praktisch, ich war so beschäftigt am Nachmittag, aber ich habe es mir fast gedacht, dass es so weit gekommen ist. Auf jeden Fall haben wir auch da die Situation, dass wir eigentlich gar nicht wissen mehr, wo wir anfangen sollen. Ja, es ist im Grunde genommen, man hetzt vom einen zum anderen und es ist eigentlich überall Not am Mann und es ist eigentlich zum Verzweifeln, kann man sagen. Und dann war es vor 5 Jahren so, als ich beim Googlen über eine damals angelaufene europäische Bürgerinitiative gestolpert bin. Und zwar die europäische Bürgerinitiative End Ecocide in Europe damals. Und das war für mich ein Aha-Erlebnis. Ich habe das gesehen und habe sofort gewusst, ja, das ist, was wir brauchen. Das geht in die richtige Richtung. Das unterstütze ich und bin seit den letzten 5 Jahren damit beschäftigt schon. Und es hat sich gesteigert und ist eigentlich immer interessanter, immer wichtiger und immer größer geworden. Und es geht weiter und die Aussicht ist auch in diese Richtung. Also es ist wirklich ganz aktuell und es ging mir damals wahrscheinlich so wie dem Achim jetzt, als er den Film Roundup und der Prozess auf Deutsch, genau, sich ganz detailliert angeschaut hat nochmal und überall geschaut hat, in welchen Szenen der Begriff Ökozid fällt und hatte mir sogar eine tabellarische Auflistung gemacht und wo überall Leute was zum Ökozid sagen und also vielleicht geht es dir jetzt ähnlich und ich möchte gerne auch weiter noch neugierig machen und auch den Ausblick geben, wohin die Entwicklung gehen wird in den nächsten Jahren. Es ist in der Tat schon eine Entwicklung, die einigermaßen lang schon mittlerweile ihren Lauf nimmt. Viele wissen das aber gar nicht, dass bereits 1970 auf der UN Conference on War and National Responsibility, also eine Kriegskonferenz, kann man sagen, in Washington damals, Professor Arthur Gersten gesprochen hat. Professor Arthur Gersten war der Botaniker und Chemiker, der die Chemikalie Agent Orange entwickelt hat. Und 1970 war er sich bereits über die Auswirkungen seiner Erfindung bewusst geworden durch den Vietnamkrieg und hat dann auf dieser Konferenz davon gesprochen, dass es notwendig sei, ein internationales Abkommen zum Bannen des oder zum echten oder Verbannen des Ökozids geben müsse. Und das war sozusagen der erste Moment, wo der Wort Ökozid in einem solchen internationalen Kontext verwendet wurde oder wo es sozusagen verbürgt ist oder bekannt offiziell gemacht ist, dass dieser Begriff sozusagen Eingang gefunden hat in die Diskussion, in den Sprachgebrauch der internationalen Governance, der internationalen Politik. Und das ging dann auch unmittelbar weiter. Hier, 2 Jahre später, auf der United Nations Conference on the Human Environment in Stockholm. Das war die Konferenz, wo das UNEP, das United Nations Environment Program, gegründet wurde. Und das war auch eine riesen Konferenz mit sehr vielen Aktivisten, die dort waren und die
protestiert haben auf der Straße, riesengroße Demonstrationen in Stockholm gegen Ökozid, gegen den Vietnamkrieg und der Olof Palme, damals Premierminister in Schweden, hat sich auch sehr stark gemacht gegen den Vietnamkrieg und hat deswegen auch gegen diese Umweltverbrechen sich ausgesprochen. Und das ist ein kurzes Videodokument. By large-scale use of bulldozers and herbicides is an outrage, sometimes described as ecocide, which requires urgent international attention. It is shocking that only preliminary discussions of this matter have been possible so far in the United Nations and at the conferences of the International Committee of the Red Cross, where it has been taken up by my country and others. We fear that the active use of these methods is coupled by a passive resistance to discussion. We know that work for disarmament and peace must be viewed in a long perspective. It is of paramount importance, however, that ecological warfare cease immediately. Also sehr starke Worte von Olof Palme damals. Wir haben ihn ja leider als großen Verfechter eines Ökozidgesetzes verloren. Er wurde ja ermordet in einem Attentat in Stockholm. Aber er hat sozusagen auch viel schon damals den Ton gesetzt, sozusagen den Ton angegeben auf diesem internationalen Verhandlungsniveau und schon viele Grundlagen gelegt, von denen wir heute noch profitieren. Es ging dann auf dieser UN-Verhandlungsebene weiter. 1973 hat Professor Richard Falk, ein US-amerikanischer Juraprofessor, eine Draft Convention vorgelegt, einen Entwurf für eine UN-Konvention gegen die Umweltkriegsführung, also eine Ökozidkonvention, kann man sagen. Und in diesem Werk hat er einen ganz entscheidenden Schritt gemacht, der auch heute noch für uns von zentraler Bedeutung ist. Er hat nämlich Absicht, also den Vorsatz, zurückgenommen. Das ist also keinen Intent, keinen Vorsatz benötigt, um sich des Ökozidverbrechens schuldig zu machen. Also man kann davon ausgehen, dass niemand einfach nur zum Spaß absichtlich jetzt hergeht und Umwelt zerstört, Bäume abholzt, sondern es ist echt immer im Kollateralschaden, der billigend in Kauf genommen wird. Und dass man den nicht mehr nachweisen muss, diesen Vorsatz, das macht es eigentlich als viel stärkeres juristisches Mittel. Und das war sozusagen sein Beitrag damals. Das ist ein relativ neues Bild von Professor Richard Falk. Ich habe ihn jüngst in Glasgow auf dem Symposium on Global Environmental Law getroffen. Und er sieht ungefähr immer noch so aus. Er ist jetzt ja schon deutlich über 80, über 90 sogar schon, nicht? 87, genau. Auf jeden Fall, er ist immer noch sehr frisch und sehr, also eine beeindruckende Persönlichkeit. Und er ist auch äußerst beglückt darüber, dass wir auch seine Ideen immer noch so stark weiterverfolgen. Und wir haben also einen sehr starken Unterstützer mit ihm. Also es war wirklich toll, ihn kennenzulernen in Glasgow. Und das waren also damals in den 70er Jahren die Entwicklungen. Das hat sich ziemlich schnell entwickelt in der Zeit. Auch da waren die Verhandlungen sehr stark auf UN-Ebene. Es war dann 1985 der Whittaker-Report. Da ging es vor allem um Menschenrechte, um Genozid und was da die Rolle von Ökozid ist und inwiefern auch da die Themen wie indigenen Rechte, Ethnozid und so, wie das miteinander zusammenhängt. Das war da ein wichtiges Thema. Und man sieht also auch da schon, dass diese Verflechtung Menschenrechte und Umweltstrafrecht also eine starke Verbindung haben. Das war vor allem da zum ersten Mal so richtig klar geworden.
Und dann wurde also praktisch hier auf UN-Ebene weiter verhandelt Richtung eines Ökozidgesetzes. Und es war auch bis 1993 formal in dem Entwurf für die Grundlage für den Internationalen Strafgerichtshof, der ja 1995 ins Leben gerufen wurde. Und in dem Entwurf für das römische Statut, damals noch Code of Crimes Against Peace and Security of Mankind, da stand das Ökozidgesetz sogar als Verbrechen drin. Und 1995 ist es aber wieder herausgenommen worden, auf Bestreben von drei Ländern. Möchte jemand raten, welche das waren? Also USA habe ich gehört, das stimmt. Israel hat da keine Rolle gespielt, hatte noch Ideen. Deutschland? Nein, Deutschland war auch nicht dabei. Wer ist denn noch sozusagen ein starker Alliierter von den USA? England. Ja, England, genau. Und wenn wir jetzt nochmal überlegen, Öl spielt ja eine große Rolle auch im Umweltbereich. Und was sind denn so die großen Länder, die noch außer jetzt England und USA gut wichtig im Öl sind? Saudi-Arabien? Ja, nee. Russland. Was ist mit Royal Dutch Shell? Also die Niederlande. Und anscheinend waren es diese drei, die damals das bewirkt haben, bis das rausgeflogen ist. Und nichts Genaues weiß man nicht, weil es offenbar auch nicht im Interesse der Entscheidenden dort war, dass die globale Weltöffentlichkeit da groß beteiligt oder in Kenntnis gesetzt wird. Dann war das in Vergessenheit geraten danach und es gab sozusagen nur vier Verbrechen gegen den Frieden der Menschheit, eigentlich nur drei am Anfang und dann noch mit dem Crime Against Aggression gegen also Aggressionsverbrechen, noch ein viertes dann auch später. Und das fünfte hat eigentlich immer gefehlt dann, weil es eben die Probleme ja weiter bestanden. Und dann hat eine schottische internationale Anwältin, Polly Higgins, hat das wieder ausgegraben. Und sie hat 2010 ihr eigenes erstes Papier vorgelegt, in dem sie einen Entwurf macht, um dieses fünfte Verbrechen gegen den Frieden und die Menschlichkeit wieder zu etablieren im römischen Statut. Und sie hatte auch eine Definition für Ökozid drin enthalten gehabt. Sie sagt, the extensive loss or damage or destruction of ecosystems, also die weitreichende Zerstörung von Ökosystemen in einem bestimmten Bereich, to an extent, in einer Weise, dass das peaceful enjoyment, also die friedliche Nutzung der Bewohner in diesem Gebiet eingeschränkt ist. Das ist jetzt auch heute noch ihre Definition, wie sie Ökozid definiert und auch wie sie das vorschlägt für das internationale Strafrecht. Sie hat dann auch mit diesem Entwurf 2011 ein Mock-Trial, also sozusagen einen fiktiven Prozess veranstaltet in England am Supreme Court of England and Wales, wo zwei Fälle verhandelt wurden, nämlich die Athabasca-Teersande und der Ölunfall im Golf von Mexiko von BP. Die wurden als Fälle dort vorgebracht und wurden vor einem angenommenen Ökozidgesetz verhandelt von richtigen Richtern, einem echten Gericht mit echten Anwälten und echten Staatsanwälten, nur mit zwei Schauspielern als Angeklagten, weil die Firmen keine eigenen Vorstände dahin schicken wollten und unter eben der Annahme, dass dieses Gesetz bereits gilt. Und war dann auch eben ein Schuldspruch am Ende gestanden, den wir uns vielleicht gerade mal anhören können. Muss man wieder die Regler aufschieben? Not guilty. Not guilty. What number convicted and what number acquitted? Three convicted, nine acquitted. Do you find Mr. Brandon guilty or not guilty of count two? Guilty. What number convicted and what number acquitted? The decision was unanimous.
Do you find Mr. Tent guilty or not guilty of count three? Guilty. What number convicted and what number acquitted? The decision was unanimous. Olli Higgins. Also, kein Schuldspruch im Fall von dem Golf von Mexiko, aber im Fall von den Athabasca-Tersanten einen Schuldspruch. Und dieses Urteil war damals sehr groß in den Medien, mit viel internationaler Presse und auf Twitter riesengroß. Und das hat sozusagen für Polly den Durchbruch an Bekanntheit gebracht. Und Polly macht auch seitdem immer Staatschefebene sehr viel Lobbyarbeit, ist da sehr aktiv und nach wie vor, sie hat ein neues Projekt jetzt gerade angefangen. Und sie hat damals, 2012, eine europäische Bürgerinitiative starten wollen. Und da hat sie sich Verbündete gesucht. Unter anderem Priska Merz, eine Deutsche, die damals in England gelebt hat und auch internationale Governance und Relations studiert hat. Und Priska hat damals unsere europäische Bürgerinitiative initiiert und praktisch, wir haben angefangen, nachdem ich auch dann irgendwann dabei war, kurze Zeit später, haben wir dann auch angefangen, Unterschriften zu sammeln. Alles noch sehr hemdsärmlich und völlig unerfahren, blauäugig auch, weil wir gedacht haben, ja, diese Millionen, die schaffen wir schon. Also wir haben es uns nicht so vorgestellt, wie es am Ende war. Wir haben etwa ein Zehntel gekriegt, also etwas über 100.000 Unterschriften haben wir europaweit gesammelt. Also von der Million weit entfernt, aber immerhin hatten wir schon einen Entwurf damit für eine europäische, das war jetzt zu schnell, für eine europäische Direktive, für ein Ökozidgesetz auf europäischer Ebene. Und zwar war da die Definition für Ökozid jetzt wieder eine andere als bei der Polly, nämlich basierend auf der NMOD-Definition. Also NMOD ist ein Gesetz, das heißt Environmental Modification, also Umweltveränderung. Und das ist ein Gesetz aus dem Kriegsrecht. Das ist ein Gesetz, das es regelt, dass im Kriegsfall keine Umweltkriegsführung stattfinden darf. Und das ist also jetzt tatsächlich auch die absurde Situation, dass wir tatsächlich de facto auch jetzt eine Rechtssituation haben, wo im Kriegsfall die Umwelt im Grunde besser geschützt ist als im Friedensfall, also jetzt aktuell. Und im Grunde keinen so guten Schutz wie im Krieg durch solche bestehenden Gesetze. Und diese NMOD-Definition besagt eben, dass der Schaden widespread, long-lasting und severe sein muss. Also widespread, da werden mehrere hundert Quadratkilometer angegeben, long-lasting, also über ein ganzes Jahr hinweg reichend mindestens, und severe halt auch in dem Sinne wieder, dass die Bewohner in diesem Terrain, in diesem Gelände, in dieser Fläche, in diesem Bereich eben nicht vernünftig normal leben können, in ihrem Leben eingeschränkt sind. Und die ganze Direktive war sozusagen darauf ausgelegt, dass sowohl auf europäischem Gebiet als auch im globalen außereuropäischen Gebiet Schäden, die durch EU-Bürger oder also durch juristische oder auch natürliche Personen verursachte Schäden außerhalb von Europa mit beinhaltet wären in diesem Entwurf für die Direktive. Wir haben dann auch mit dieser Definition von Ökozid haben wir auch damals schon unsere Beispielliste für Ökozidfälle, die wir sozusagen als potenzielle Fälle für Ökozid einstufen, erstellt. Ich denke, die hinteren werden es vielleicht nicht ganz gut lesen können, aber zumindest ganz oben steht Agent Orange, also der klassische, der erste, bekannteste Fall und sozusagen der namensgebende Fall von Ökozid, und die Athabasca-Teersande gleich danach. Also ich habe das nur mal jetzt an Bekanntheit so aufgelistet hier, Fukushima, dann der Aralsee, der eben gar keiner mehr ist eigentlich, dann das Bienensterben und Ölunfälle, dann die Palmölproduktion etc. etc. Roggia Montana in Rumänien, dieser Goldabbau. Also das sind alles Beispiele, bei denen wir davon ausgehen, dass sie in einem
zukünftigen Fall von einer, der Anwendung von einem Ökozidgesetz als solche gelten würden. Diese Fälle sind auch mit etwas mehr Erklärung nach wie vor auf unserer Homepage zu finden. Ja, also dann hatten wir also unsere europäische Bürgerinitiative als Kampagne ein Jahr lang durchgeführt und Bekanntheit bekommen, allerdings keine Stellungnahme vom Europäischen Parlament erzwingen können dadurch, keine Befassung mit dem Thema erzwingen können, was wir durch die 1 Million geschafft hätten. Aber wir haben dann diesen Schwung genutzt und haben Anfang 2014 gleich ein Bündnis geschlossen mit unseren Unterstützern, die uns in der Europäischen Bürgerinitiative schon unterstützt haben, also Organisationen, NGOs, auch Einzelpersonen, viele Politiker, Europapolitiker, auch viele Grüne. Und diese Initiative von der Charter of Brussels, die ist vor allem auch mit befördert, mitgetragen worden von Corinne Lepage aus Frankreich. Die ist eine bekannte Politikerin in Frankreich, nicht? Und in dieser Charter of Brussels fordern wir auch die Einrichtung eines europäischen und internationalen Gerichtshofs für Umwelt und Gesundheit und noch viele andere Details, die auch schon auf sehr viel eigentlich Expertenzuarbeit gebaut haben, sind in der Charter of Brussels enthalten. Diese Charter kann man auch auf unserer Homepage finden zum Lesen. Leider ist diese Initiative nicht so stark von den Partnerorganisationen getragen gewesen, als dass sie auch ohne Führung und Leitung von Corinne Lepage oder besser gesagt, nachdem Corinne Lepage diese Initiative verlassen hat, sich hätte selbst weitertragen können. Also die ist in einer gewissen Weise auf dem Stand geblieben und hat sich seit 2014 nicht mehr entwickelt. Nichtsdestotrotz haben wir uns weiterentwickelt und wir haben auch unsere inhaltliche Arbeit weiter gemacht und wir haben im Oktober, also Ende des Jahres 2014, in Brüssel eine Ecocide-Konferenz abgehalten, wo wir Experten aus der ganzen Welt hineingeladen haben und eine Arbeitsgruppe ins Leben gerufen haben. Eine Arbeitsgruppe, die einen neuen Entwurf für ein 5. Verbrechen gegen Frieden und Menschlichkeit erarbeiten sollte und erarbeitet hat und sich dabei aber auf eine wissenschaftliche Definition bezieht. Das war jetzt praktisch der neue Ansatz mit diesem neuen Entwurf. Und diesen Entwurf, den gibt es auch. Kannst du mal kurz nochmal erklären, ja, was das römische Statut ist und was jetzt in dem Zusammenhang 5. heißt? Okay, also das römische Statut ist im Grunde genommen einfach die rechtliche Basis vom Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag, vom ICC. Da sind Kriegsverbrechen, Völkermord, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Crimes of Aggression, also Aggressionen von Staaten gegeneinander, sind die vier bis jetzt enthaltenen Verbrechen, gegen die sozusagen als Behandlungsbasis im internationalen Strafgerichtshof verwendet werden, wo auch Leute verklagt werden aufgrund deren. Und praktisch das 5. wäre dann das Ökozidgesetz, was dazu kommen soll. Genau. Und zu diesem römischen Statut haben wir jetzt 17 Änderungsanträge sozusagen gestellt, die eben dieses Ökozidverbrechen spezifizieren sollen und definieren sollen. Es geht immer um die Definition, das ist sozusagen die große Debatte. Und aus unserer Sicht sind vor allem folgende Punkte jetzt entscheidend. Die wissenschaftliche Definition, die jetzt dazu kommt, ist vor allem die sich erschließt, aufbauend auf den planetaren Grenzen. Die planetaren Grenzen sind ein wissenschaftliches Konzept, das ich auch gleich noch näher erläutern werde. Aber das sind sozusagen die Grenzen dessen, was die Erde aushalten kann, damit sie weiterhin für uns Menschen als Lebensraum geeignet bleibt. So kann man mal verkürzt sagen. Des Weiteren sind da
juristische Konzepte drin enthalten, wie zum Beispiel die Strict Liability. Das ist wiederum, dass man nicht nachweisen muss, dass ein bestimmtes Verbrechen, ein bestimmter Akt mit Vorsatz geschehen ist, sondern auch ein sozusagen versehentliches Begehen von Ökozid ist also auch bei uns strafbar nach wie vor. Dann haben wir das Konzept der Superior Responsibility auch aufgenommen. Das ist die Vorgesetztenverantwortlichkeit. Also Entscheidungsträger, die eine übergeordnete Verantwortung tragen, sind sozusagen nach diesem Entwurf haftbar vor dem Gesetz. Und das sind also im Prinzip Staatschefs oder Firmenvorstände, Bankchefs oder also Menschen, die im Grunde genommen in einer übergeordneten Position, Führungsposition stehen und eigentlich den Überblick haben müssen, was unter ihrer Leitung passiert und abgeht und die eigentlich am Ende in die Haftung genommen werden müssen, auch werden können müssen. Genau. Bisher ist es ja so, dass es meistens nur eine Firmenhaftung gibt, wenn überhaupt. Und es sozusagen niemals an dem Geldbeutel oder der Freiheit einzelner Personen dann am Ende sanktioniert wird. Wir haben auch das Vorsorgeprinzip aufgenommen, das Sorgfaltsprinzip, also dass man mit Sorgfalt seine Geschäfte international durchführt, also auch bezüglich der Vermeidung von Risiken zum Beispiel oder auch eben, wenn Opfer da sind, wie man mit denen umgeht oder wenn abzusehen ist, dass Opfer von Umweltschäden eben auftreten werden, wie man mit denen verfährt. Es sind zwar neue rechtliche Instanzen mit aufgenommen worden, nämlich die globalen Allgemeingüter und die zukünftigen Generationen. Das sind beides rechtliche Einheiten, die im aktuellen Rechtssystem noch gar keinen eigenen Stand haben und die aber unserer Ansicht nach auf jeden Fall in diesem Rahmen eine wichtige Rolle spielen, weil es eben auch viele, sagen wir mal, Relevanz hat, große Relevanz hat, wie wir heute mit unseren Ressourcen umgehen, indem auch wie wir sie für unsere Nachkommen erhalten wollen oder eben auch für Leute an anderen Enden der Welt, wie sie für die auch verfügbar sein müssen. Und bitte, was zählt alles zu den Global Commons? Also den Global Commons zählen vor allem die Bereiche, die jetzt nicht schon direkt einer staatlichen Regulierung unterliegen. Also zum Beispiel auch diese Niemands Einheiten, die wir bei uns haben, zum Beispiel außerhalb einer bestimmten Meilengrenze im Meer oder auch in der Atmosphäre nach oben in den Weltraum hinaus zum Beispiel oder auch eben sozusagen Verbrauchsgüter, wo man auch keine spezifische Besitzschaft bisher so hat, zum Beispiel die Luft, die wir atmen oder so oder eben wo man einfach jetzt noch sozusagen frei darüber verfügen kann, die jeder nutzen kann und die auch genutzt werden, die aber auch zugrunde gehen können, die aber auch zu Neige gehen können und die trotzdem von entscheidender Bedeutung sind für das Fortbestehen von uns allen und die einfach auch eine rechtliche Regelung benötigen. Genau. Und wichtiger Punkt auch noch, dass wir auch die indigenen Weltanschauungen dort mit berücksichtigen, die ja auch oftmals einen ganz anderen Wert beimessen, der Natur, dem Leben an sich, eben auch sozusagen einen intrinsischen Wert geben und auch sagen, auch wenn wir jetzt nichts davon haben, dass das Tier existiert oder dass diese Pflanze da wächst, hat sie doch auch ihre Berechtigung per se am Leben zu sein. Und auch diese, wir erkennen an, dass auch diese Weltsichten Relevanz haben in der Bewertung unserer globalen Allgemeingüter. Diese Grundlage für das Ökozidgesetz oder diese Definition und dieses Papier war auch Grundlage für das Rechtsgutachten, das beim Monsanto-Tribunal letztes Jahr in Den Haag eben eine Gutachtenaussage in Bezug auf Ökozid möglich gemacht hat.
es wurde ja dort eben, gab eine, wäre jetzt eigentlich der Punkt, der sich auf den Film bezieht, den wir hätten sehen können, oder zumindest Ausschnitte daraus, worauf ich aber verzichten wollte lieber, weil ich denke, dass es eben nur einen Aspekt abdeckt und vor allem, weil auch die Ökozid-Thematik an sich durch dieses Urteil auch nur bedingt weitergekommen ist. Das Rechtsgutachten, das von der Jury gemacht wurde, bezieht sich vor allem auf bestehendes Menschenrecht, also das Recht auf eine gesunde Umwelt zum Beispiel wird dort angeführt. Und es wird auch darauf gedrängt, dass sich da auch die Allgemeinheit und auch die Politik eingehend mit beschäftigt, weil auch sozusagen ein Verstoß angenommen werden kann, aber eben keine rechtliche Grundlage bisher existiert, aufgrund der sie hätten eine präzise Aussage treffen können. Hier gibt es noch einen kurzen Ausschnitt von dem Ende von dem Film, wo Judge Tulkins Rednerin war bei dem Tribunal, die Vorsitzende, dann noch das Tribunal beendet. Oder? Vielleicht jetzt. Ja, Ladies and Gentlemen, meine Damen und Herren, wir kommen nun zum Ende der Anhörung am Internationalen Monsanto-Tribunal. Ich bedanke mich bei Ihnen allen. Wie geht es jetzt weiter? Denn hier soll es ja nicht zu Ende sein. Zuerst werden wir uns beraten. Wir werden prüfen, ob die Geschäftspraktiken von Monsanto grundlegende Rechte wie das Recht auf eine gesunde Umwelt, das Recht auf Nahrung und das Recht auf Informationen verletzen. Diese Rechte stehen jedem Menschen zu. Sie sind international gültig. Dann werden wir ein sogenanntes Advisory Opinion erstellen. Das ist ein Rechtsgutachten mit einer juristischen Analyse. Mit dem Ziel, den Anwälten, Richtern und Gerichten mehr juristische Mittel an die Hand zu geben, um aktiv werden zu können in Fragen der Haftung oder Entschädigungszahlungen. Diese Fragen müssen angegangen werden. Das zweite Ziel ist die Stärkung und Ausweitung der allgemeinen Menschenrechte. Es geht um das Verbrechen des Ökozids. Wir arbeiten darauf hin, dass Ökozid als Verbrechen in das internationale Strafrecht mit einbezogen wird. Das ist alles, was ich im Moment dazu sagen möchte. Im Namen des Tribunals danke ich allen Teilnehmern und erkläre hiermit die Anhörung am Internationalen Monsanto-Tribunal für geschlossen. Vielen Dank. Das Gutachten wurde von den Richtern am 18. April 2017 in Den Haag bekannt gegeben. Sie kommen zu dem Schluss, dass Monsanto nicht entsprechend den allgemeinen Menschenrechten handelt. Sie fordern die Verankerung des Straftatbestands Ökozid, also das Verbrechen gegen die Ökosysteme, im römischen Statut, das die Grundlage für den Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag bildet. Auf gleicher Ebene wie Verbrechen gegen die Menschlichkeit, Genozid, Krieg und Aggression. Ja, also wenn wir diesen Film 3 Jahre früher gehabt hätten, dann wäre es vielleicht noch was geworden mit der Million. Also den Film gibt es auf Deutsch und auf Französisch, da hätten wir zumindest mal jede Menge Zuhörerschaft erreicht. Die EBI, also die Europäische Bürgerinitiative zum Wasser, die ist ja vor allem auch durch den Beitrag bei dem einen Komiker da, der hat die da gebracht und damit ist er pelzig, genau. Ja, genau. Dann haben sie die Million geknackt damit schon. Also vielleicht wäre es damit was geworden, kam leider 3 Jahre zu spät. Aber immerhin, also es ist für uns eine Bestätigung, die Relevanz ist da die Aussage auch von der Jury war auch noch, jetzt haben sie das Gutachten veröffentlicht und jetzt liegt es an der Allgemeinheit, es aufzunehmen, es weiterzutragen, es anzuwenden und einzufordern. Und das tun wir. Das ist praktisch jetzt dran. Und damit geht es bei mir auch noch weiter. Ich möchte jetzt nochmal meinen Fachbereich stärker beleuchten, wo es um die planetaren Grenzen geht, also um die globalen Ökosysteme. Und
was die für eine Bedeutung haben in Bezug auf diese neue rechtliche Ebene. Und die planetaren Grenzen sind in der Veröffentlichung von 2015 zum zweiten Mal definiert worden. Also es gab eine erste Auflage von 2009 und 2015 wurden einige Grenzen der neuen festgestellten Grenzen, das sind jetzt hier schon, diese neuen Grenzen wurden die nochmal spezifiziert etwa, manche verschärft, eine etwas wieder verbessert. Und jetzt will ich sagen ganz kurz, nur verbessert hat sich alleine die Ozonschicht. Die Ozonschicht, die ist die einzige von diesen neuen Grenzen, die sich tendenziell verbessert und dies, was sich auch dargestellt hat in der neuen Auflage. Alle anderen sind weiter am sich verschlimmern und werden auch, je präziser sie analysiert werden, immer drastischer dargestellt. Wir sehen das hier im grünen Bereich sozusagen, wie praktisch die Grenze noch nicht überschritten ist. Das ist jetzt auch genau der Bereich, der eigentlich der Safe Operating Space ist, also der sichere Rahmen, in dem die Menschheit sozusagen bleiben sollte. Und der auch Holozän-Zustand genannt wird, weil das Holozän, das will ich gleich noch zeigen, unser Erdzeitalter ist das für uns sozusagen die besten Entwicklungsmöglichkeiten jemals in der Erdgeschichte geboten hat und bietet. Und praktisch, dass wir uns halten sollten, wenn wir nur irren können. Und genau. Und die Grenze praktisch von diesem grünen Bereich nach außen ist dann auch die planetare Grenze, wo die dann definiert ist. Und wir sehen, in diesen vier Fällen ist sie bereits überschritten. Vielleicht kennt diese Grafik auch der eine oder andere von euch schon. Auf jeden Fall, das ist eine ganz zentrale Grafik und eine ganz wichtige Veröffentlichung, die sich also eigentlich in jedem entsprechend wichtigen weiteren, bei jeder weiteren Studie auch irgendwann an irgendeiner Stelle zitiert wird. Und ich möchte mich jetzt nur im Weiteren auf die vier beschränken, die bereits jetzt überschritten sind, die vier Grenzen, nämlich den Klimawandel, die Biodiversität, also die Artenvielfalt, die Waldverbreitung, also auch die Abholzung der Wälder und die biochemischen Flüsse, also die biochemischen Stoffflüsse, im Spezifischen sind das Stickstoff und Phosphor, die da tatsächlich auch schon ein dramatisches Ausmaß angenommen haben. Was das genau bedeutet, komme ich gleich darauf zu sprechen. Ich will noch vorweg schicken, zwei dieser Grenzen sind sogenannte Kerngrenzen. Das sind nämlich eigentlich einmal Klimawandel und Artenvielfaltsverlust, also Artensterben. Die sind als Kerngrenzen beschrieben, weil sie prinzipiell allein schon für sich genommen den Zustand der Bewohnbarkeit der Erde sehen könnten, also eigentlich unbewohnbar machen können, die Erde, eine dieser Grenzen allein für sich schon. Und jetzt komme ich auf den Klimawandel als erstes, weil der auch die am besten untersuchte und am stärksten belegte und auch schon sozusagen am größten in der Gesellschaft angekommene Grenze ist, was wir ja auch aktuell immer wieder besprechen. Und ich komme jetzt hier auf das Holozän zurück, was ich ja gerade schon angekündigt habe. Das Holozän ist eigentlich nur ein kleiner Bereich, also deswegen ist die letzten 100.000 Jahre Klimageschichte auf unserer Erde. Das ist gemacht, eine Messung aufgrund von Eiskernbohrungen. Und da hat man den Temperaturverlauf der letzten 100.000 Jahre ableiten können. Und man sieht, dass hier ist praktisch die letzten 10.000 Jahre, 11.000 Jahre oder 11.500 Jahre, das oben hier, dieser Bereich, das ist das Holozän. Nur dieser Bereich. Und in diesem Bereich hat sich die gesamte zivilisatorische Aktivität der Menschheit abgespielt. Hier hinten, ganz hinten, waren die ersten Menschen, die sozusagen sich erst einmal getraut haben, den afrikanischen Kontinent zu verlassen, sozusagen angefangen sich zu verbreiten auf der Erde. Und die haben sich sozusagen die ganze Zeit über die Erde ausgebreitet, bis hier hinten die erste Landwirtschaft stattgefunden hat. Das heißt, ab hier konnten die Menschen sich einstellen auf die
Jahreszeiten, konnten planen, konnten Lagerhaltung anlegen, konnten sesshaft werden, konnten Gemeinden bilden, Dörfer bilden, Städte bauen, Zivilisationen aufbauen, unsere Welt aufbauen. Alles hier hinten. Und nur... Was ist da nach oben angetragen? Rechts steht Temperatur. Das ist die Schwankung der Temperatur. Und das ist die globale Mitteltemperatur jetzt. Okay. Um die 0 Grad. Links steht noch was vom Delta. Oder? Ja, das muss man sich mal wegdenken. Okay, das ist der Proxy-Wert von dem Sauerstoffisotopen im Eis. Wie man praktisch der Originalwert, den man dann hernimmt, um den Temperaturverlauf abzuleiten. Ja. Und man sieht, also es hat eine deutliche Zunahme der Temperatur gegeben, von hier 20 Grad kälter und vor allem auch eine Stabilisierung. Das ist eigentlich jetzt das Holozän. Das ist das, was sozusagen so außergewöhnlich in der Erdgeschichte ist. Und was ist auch so, sagen wir mal, unglaublich wertvoll macht, dass wir überhaupt in diesem Zustand leben können. Und von diesen letzten 10.000 Jahren sind das die letzten 1.000. Und wir sehen, was wir jetzt gemacht haben. Wir sind nämlich aus dem Gleichgewicht rausgegangen. Das heißt, diesen sicheren Hafen, der uns alle Entwicklung bisher ermöglicht hat, verlassen wir derzeit aktiv. Und deswegen haben wir auch bereits die Grenze überschritten. Und deswegen müssen wir all die Aktivität tun, die jetzt dringend notwendig ist, um wieder auf ein Niveau unterhalb der Grenze zu kommen. Das Niveau unterhalb der Grenze wäre bei 350 Parts per Million CO2-Konzentration in der Atmosphäre. Das ist die Grenze, die dort angegeben ist in dieser Studie, um sozusagen Sicherheitspuffer auch noch zu haben etwas, und weil wir es ja auch nicht genau wissen und um nicht überrascht zu werden einfach, haben sie einen gewissen Sicherheitspuffer angesetzt. So muss man auch die 1,5 Grad Grenze verstehen, dass sie doch im Grunde genommen mit einem gewissen Sicherheitspuffer belegt ist. Aber die 2 Grad Grenze, von der man so viel hört, das ist wirklich das Alleräußerste der Gefühle von dem, was wir eigentlich als noch zulässig erlauben können, obwohl es schon wirklich dann ausgereizt ist und mit deutlichen Risiken behaftet ist, mit einem deutlichen Anstieg des Meeresspiegels sozusagen einhergeht, vermutlich mit dem gesamten Abschmelzen der Eisbergung der Polkappen, was vermutlich auch über die nächsten Tausende von Jahren einen Meeresspiegelanstieg von möglicherweise bis zu 70 Metern nach sich ziehen wird, allein 2 Grad. Und deswegen, nur mal um eine Vorstellung zu bekommen, wo wir uns auch bei der Grenze vom Klimawandel aktuell befinden. Dazu auch nochmal, weil es ja auch schon so gut untersucht ist und weil man auch dann in der politischen Diskussion auch schon so weit ist, hier nochmal ein Ausblick aus der aktuellen Klimaforschung, wie wir dieses Klimaziel schaffen wollen, und zwar mit dem sogenannten CO2-Budget, das wir noch verfügbar haben, um es ausschöpfen zu können, um trotzdem noch unter 2 Grad oder zwischen 1,5 und 2 Grad zu bleiben. Und das sind eben diese 600 Gigatonnen CO2. Und das ist das, was wir noch haben als Guthaben, das wir emittieren dürfen, bevor wir diese Grenzen überschreiten. Und es ist jetzt hier zu sehen, je früher wir anfangen, desto glatter ist die Kurve und desto besser könnte sich eine globale Wirtschaft auch einstellen. Aber je länger wir warten, desto drastischer wird der Umstieg und desto teurer wird es und desto schwieriger wird es, mehr Reibungsverluste wird es geben. Also diese Grafik, die wird häufig dargestellt in entsprechenden Diskussionen auf den entsprechenden Klimagipfeln, und da wird sich auch häufig darauf bezogen, weil es eben schon das sehr gut bildlich darstellt, was wir jetzt tun müssen. Nämlich 2016 war eigentlich der Zeitpunkt, wo man schon hätte anfangen müssen zu reduzieren, stattdessen steigen wir weiter. Also das ist der Status quo bezüglich des Klimas. Im Grunde genommen müsste man für all die anderen Grenzen auch ähnliche Kurven und ähnliche Szenarien anlegen, um sich einstellen zu können, wie schnell wir jetzt, wie stark uns anstrengen müssen, um bestimmte Schwellwerte nicht zu überschreiten. Genau diese Schwellwerte werde ich hier ein bisschen illustrieren damit. Das ist eine Grafik von Professor Schellenhuber, der Gründer und
Direktor vom Potsdam Institut für Klimafolgenforschung in Potsdam. Und diese Grafik hat er bereits vor 15 Jahren einmal in der ersten Version dargestellt, wo er die Kipppunkte ungefähr mal benennt und alle in der Gesamtheit darstellt, die eben das Klima- und Meeresströmungssystem so mit sich bringen. Und wir sehen also hier vor allem die Meeresströmungen, also hier sehen wir rot, Veränderungen der Meeresströmungen sind so Kipppunkte mögliche und dann natürlich das Abschmelzen der Eismassen auf der Erde und oder den Gletschern auch, sind natürlich auch Parameter, die auch je stärker sie sich ändern, auch wieder andere Konsequenzen nach sich ziehen und auf Einfluss nehmen auf andere Systemkomponenten. Und wir haben vor allem auch noch, ich verklicke mich hier immer, auch noch biotische, also das andere eigentlich abiotische, also unbelebte Faktoren, das Wasser das feste und das flüssige Wasser, könnte man sagen, aber eben auch die Wälder, vor allem die tropischen Wälder, die sich auf den Monsun auswirken und auch die Korallen im Kaltwasser und im tropischen Wasser, die Korallen eben auch als wichtige Ökosysteme im marinen System. Diese Kipppunkte oder Tipping Points die sind eben, da kann man, also haben gesagt, die Wälder sind hier auch eine entscheidende Komponente und ihre Wirkung auf das Klima, darauf werde ich im nächsten Punkt eingehen, weil ich nämlich da auch schon zu der planetaren Grenze des Land System Change komme. Land System Change, also im Sinne von Abholzung, Wüstenbildung weltweit. Und da gibt es auch Abschätzungen, wie wir da uns, da haben wir die Grenze also auch schon überschritten, auch noch nicht komplett kritisch, zwar noch nicht komplett kritisch, aber auch schon deutlich. Und wir sehen hier die Auswirkung der Entwaldung oder die Bedeutung von Wald auf hydrische System, auf praktisch den Wasserkreislauf. Und wir sehen praktisch, in welchen Bereichen Wälder entscheidend sind für Niederschläge in der unmittelbaren oder entfernteren Nachbarschaft. Also das ist vor allem hier in Zentralasien, aber vor allem auch in den Tropen, tropische Wälder, da ist es am stärksten. Also da haben die Wälder die größte Bedeutung dafür, dass es dass Ökosysteme so existieren können, wie sie es können, weil sie eben die Verdunstung und den Wasserkreislauf damit am Laufen halten. Wir sind hier in Europa im grünen Bereich, grünen bis blauen Bereich vielleicht auch schon, im blauen, da ist es dann weniger so, dass diese lokalen Zyklen eine Rolle spielen, sondern es sind eher die globalen Zirkulationen. Aber auch in Europa haben wir doch auch noch immer einen grünen Bereich, der einfach bedeutet, dass auch das da die Wälder eine Rolle spielen. Und wir können hier erkennen, wo wir praktisch die Grenze noch nicht überschritten haben, im grünen Bereich, mal das ist mal sehr verallgemeinert, aber man kann sagen, in Lateinamerika, Südamerika gibt es noch große Waldflächen, die auch noch ihre Funktion gut erfüllen können. Anscheinend gibt es auch hier in Südost-USA auch noch größere intakte Waldbestände. Bitte? Ja, die ist ziemlich grob, die Karte. Aber es wird auch sozusagen integriert über größere Flächen und man muss sie auch immer diskutieren, solche Aussagen. Allerdings kann man sie doch schon als Richtwert jetzt verstehen und muss das eigentlich, weil wir auch hier sehen zum Beispiel, wo wir denn die Grenze haben. Bei wie viel Prozent des Bestands der ursprünglichen Bewaldung in den jeweiligen Gebieten die Grenze zu sehen ist. Und wir sehen sowohl in den Tropen als auch in der borealen Zone, also in den nördlichen Wäldern, ist 85% der ursprünglichen Bewaldung die planetare Grenze. Das heißt,
können nur maximal 15% der ursprünglichen Bewaldung entnehmen, entfernen, ohne damit die Funktionsfähigkeit dieser Wälder für das globale Wasserkreislauf zu gefährden. Und wir sehen, wo wir uns hier befinden, in Europa, also na, wir sehen in tropischen Amerika, da sind wir eben noch ziemlich gut, deswegen ist da auch grün, aber wir sehen zum Beispiel in Asien 29%. 29% von 85, wobei man dazu sagen muss, dass auch die Abhängigkeit der Ökosysteme vom Wald eine andere ist, wo andere Systeme eine Rolle spielen. Aber wir sehen auch zum Beispiel hier in Asien ist auch deutlich eine tropische Zone noch, also Nordindien oder auch hier in Südostasien, da sind die Wälder doch von einer entscheidenden Bedeutung und auch schon ziemlich reduziert. Wir sehen in Europa, wir haben in Europa gesehen, es ist auch nur sozusagen mäßig ausgeprägt, dieser Komponente, diese Bedeutung, diese Funktion der Wälder. Und das könnte man wahrscheinlich so deuten, dass es auch deswegen eine größere dass mehr Entwaldung sozusagen schadlos an uns vorübergeht, also wir mit 50% der ursprünglichen Bewaldung noch auskommen könnten bei uns. Und wo wir uns aber aktuell befinden, wir haben auch 42% nur noch von den zulässigen 50, also haben wir diese Grenze auch bei uns schon überschritten. Ja, also das sind die Wälder, also auch sehr kritisch auch in Afrika, das habe ich noch nicht genannt, aber das seht ihr ja auch schon. Also die Stoffflüsse, also die Überdüngung der Meere findet vor allem in diesen Bereichen hier statt. Das gilt für den Stickstoff wie für den Phosphor. Und man sieht auch hier, dass eben es bestimmte Bereiche gibt, die schon sehr starke Sauerstoffzehrung haben. Wir sehen, dass die Ostsee praktisch schon komplett sauerstofffrei ist eigentlich. Wir sehen, dass hier in den USA im Golf von Mexiko auch schon große Bereiche solche sauerstoffarmen Zonen zeigen. Und auch das ostchinesische Meer, also hier ist Shanghai, da Japan, dass die Probleme bekommen dadurch, dass sie so viele Nährstoffe aus der Landwirtschaft in die Ozeane schwemmen und diese kleinen sauerstoffarmen Bereiche kriegen einfach ein großes Risiko, dass sie sich vergrößern und dass dann Ozeane umkippen können, so wie wir kennen, dass auch Seen umkippen können. Und dann entsteht Faulgas und Methanemissionen und das hat dann wieder andere Folgen. Und diese Ozean-Umkipp-Situationen, die gab es in der Erdgeschichte auch, haben aber im Schnitt 400.000 Jahre angehalten. Also das ist eine große Gefahr. Und wir sehen, dass die Biosphäre, also die belebte Umwelt mit allen anderen Grenzen im starken Austausch steht und von ihnen beeinflusst wird und sozusagen eine zentrale regulierende Funktion erfüllt damit auch. Also ein artenreiches Ökosystem hat eine viel höhere Kapazität, sich auch an Umweltanflüsse und Umweltveränderungen anzupassen. Und wir sehen aber auch, dass auch hier wir bereits dramatische Ausmaße an Artenschwund haben, vor allem in stark besiedelten Bereichen der Erde, und das führt uns eigentlich wiederum hin zu Themen wie Landwirtschaft, Monsanto, Gentechnik etc., wie es da uns umgegangen mit Biodiversität, was wir da tun können und wie kritisch die Situation ist, kann man sich gar nicht ausmalen, wenn man sich eben vorstellt, dass das noch deutlich stärker ist als zum Beispiel der Klimawandel. Diese Definition von Ökozid basierend auf dieser wissenschaftlichen Analyse heißt einfach, dass dieser schwere Schaden dann entsteht, wenn die Grenzen überschritten werden und wenn die Global Commons, also die globalen Allgemeingüter, eben, die auch in internationalen Abkommen geschützt sind, beeinträchtigt werden. Das ist also die neueste Definition für Ökozid. Wir sehen, dass wir Professor Schellhuber jetzt auch am Wochenende auf der Bundesdelegiertenkonferenz der Grünen auch gesagt, wir brauchen ein neues Narrativ für die ökologische Moderne.
Und das ist die Frage, wie könnte so ein Narrativ aussehen? Ich denke, das ist auch jetzt, was uns vielleicht interessiert, was wir auch besprechen wollen. Und wenn wir uns überlegen, was können denn zum Beispiel die UN-Entwicklungsziele, die UN Sustainable, also die nachhaltigen Entwicklungsziele, da uns Orientierung bieten, dann, und man die genauer anschaut, dann sieht man auch, dass von diesen 17 die ersten 13 sich komplett mit Gesellschaft und Wirtschaft und Mensch beschäftigen und erst die letzten 4, also praktisch 14 im Meer, leben im Meer, 15 leben an Land und dann Frieden noch am Schluss und die Partnerschaft im Erreichen der Ziele. Also wir sehen das Leben an sich unter ferner Liefen ganz am Schluss, also im Vergleich auch zu dem anderen völlig unterrepräsentiert ist eigentlich, aber wir können auch erkennen, wie wir überhaupt vorwärts kommen müssen, wenn wir uns vorstellen wollen, dass wir diese Herausforderung bewältigen wollen, nämlich nicht indem wir all diese anderen Punkte vergessen. Also das ist wiederum die starke Vernetzung von Menschenbedürfnissen und Naturbedürfnissen. Und ich denke, das ist die Erkenntnis, die ich daraus ableite und die sich auch für das Lebensstil-Narrativ, das wir ja finden müssen wollen, daraus ergibt. Und wir sehen hier den Fußabdruck von einiger ausgewählter Länder und wir sehen, wie stark wir über unsere Verhältnisse leben. Also ein Planet reicht aus für uns. Wir sehen, Deutschland braucht 3 Erden, weltweit brauchen wir hier 1,6 Erden. Und ich habe jetzt nur mal ein paar Länder herausgegriffen, die theoretisch mit einer Erde auskommen. Und wir sehen, dass Moldawien, Marokko, Lesotho, Georgien, Indonesien immerhin, aber Niger oder Mali, Äthiopien, also sind das so Länder, die wir so uns vorstellen. Aber ich denke, das ist auch ein Punkt, das kann man auch so nicht sagen, dass das für uns dann der Lebensstandard sein soll in Zukunft. Ich glaube, wir können mit Costa Rica auch überlegen, ob das vielleicht was wäre. Die haben zwar jetzt 1,4 Erden brauchen die, aber wenn man da ein bisschen mehr noch in Richtung Nachhaltigkeit geht, könnte man den etwas drücken und vielleicht auch die anderen Länder etwas daran angleichen. Also das könnte eine vielleicht auch realistische Orientierung für uns sein. Costa Rica ist ja auch ganz nett vielleicht so, wenn man sich das vorstellt, wie es da ist. Tja, und wie man sich so einem Szenario, eines Narrativs annähert, das ist jetzt sozusagen meine Abschlussfolie. Also ich bin nächste Woche oder in 2 Wochen, Anfang Dezember, in Genf auf der Geneva Forum eingeladen. Da ist alljährliche Konferenz Harmony with Nature. Und da bin ich eingeladen, eine Präsentation zu halten und die werde ich hierüber halten, weil ich es als entscheidend erachte, dass wir uns verbünden, dass wir uns zusammenschließen und zwar auf Ebene der Zivilgesellschaft. Wir haben aus unserer Erfahrung gesehen, wir haben eine europäische Bürgerinitiative gemacht. Es war praktisch viel Kosten für wenig Erfolg, viel Aufwand für nichts. Das Europäische Parlament hat sich nicht dafür interessiert oder irgendwie hat sich da nichts geändert in eine positive Richtung. Nachdem wir haben gesehen, dass auch Politikerinnen wie Corinne Lepage auch nicht verlässliche Partner sind, die dann einfach sagen, ach naja, ich mache jetzt was Neues, macht ihr mal, was ihr wollt. Es heißt für mich ganz klar, auch die Politik bei uns kann sich nur dann für was begeistern, wenn die Vorschläge und der Wille zum Wandel, wenn der aus der Bevölkerung kommt und wenn da auch die darauf gedrängt wird. Und ich denke, was ich vorschlagen will, ist im Grunde genommen einen Notfallplan, eigentlich nur sicherzustellen, dass wir uns die Entwicklungsmöglichkeiten nicht nehmen ohne Not. Also dass wir im Grunde genommen tatsächlich nur Änderungen anstreben, um weiter bestehen zu können. Ich denke, dass das deswegen realistisch ist, weil ich glaube, dass wir nur eine kritische Zahl von Bündnispartnern brauchen. Also wir müssen nicht die ganze Welt bekehren, wir müssen nicht alle bewusst werden lassen, sondern es reicht aus, wenn wir eine kritische Zahl von Akteuren sind, die das gemeinsam fordern. Es geht mir nur darum, dass wir den Holozän-Zustand einigermaßen halten, damit wir uns weiterentwickeln können, damit wir nicht noch früher als schon wahrscheinlich in ein paar tausend Jahren kommen
wird den Holozän-Zustand verlassen und praktisch die Erde unbewohnbar machen für uns und damit auch keine Entwicklungsmöglichkeit mehr haben. Ich denke, dass wir auf jeden Fall auf eine übernationale Ebene gehen müssen. Das heißt, ich werde auch vorschlagen, eine alternative UN-Reform anzustreben, dass man sagt, die UN sind die Ebene, auf der diese Regulierungen stattfinden müssen. Die UN hat gezeigt in den vergangenen 50 Jahren, dass sie es nicht alleine schafft. Deswegen liegt es an uns zu sagen, wie stellen wir uns eine UN vor, die in der Lage ist, ihre Rolle zu erfüllen, für den Weltfrieden sicherzustellen, das Zusammenleben der Menschheit zu organisieren. Ich denke, das ist das, was wir postulieren müssen, was wir sagen müssen, und wir haben es uns durchgerechnet, so schaut es aus. Es gibt keinen Grund, warum wir es nicht genauso machen sollen. Ich denke, das Wissen, wie das gehen kann, das ist längst da. Es ist nicht so, dass wir nicht wüssten, wie. Es liegt eigentlich nur daran, dass wir uns zusammenraufen, dass wir uns verbünden, dass wir nicht jeder am einen Ende und am anderen Ende sich abrackern und dabei eigentlich vergessen, wo wir hin müssen. Wir müssen im Auge behalten, was wir auf jeden Fall beachten müssen, nämlich, dass wir die Erde bewohnbar halten und dass wir uns sozusagen verbünden auf einer Minimalbasis, die sozusagen möglichst gute Bündnisfähigkeit ermöglicht. Und ich denke, dass das für mich die planetaren Grenzen einmal sind, weil das ist einfach die wissenschaftliche Basis, das ist ganz logisch. Das ist sozusagen der Rahmen, dass wir das Leben auf der Erde, wie wir es kennen, einfach erhalten. Dass wir nicht sagen können, also wir können die Erde erhalten, so wie sie ist. Und ich denke, dass die Menschenrechte entscheidend sind in diesem Zusammenhang, weil erst wer auch über seine eigenen Bedürfnisse hinausschauen kann, kann auch eingesetzt werden, ist auch möglich, sich zu beteiligen an dem Prozess, seine Rolle zu erfüllen, seinen Platz einzunehmen in diesem Transformationsprozess. Deswegen darf keiner am Leiden sein. Deswegen müssen wir die Menschenrechte durchsetzen, die müssen gelten, die müssen entsprechend hochgehalten werden. Und das ist ein letzter Punkt, wo ich meine, da können wir auch vielleicht noch drüber streiten. Ich finde, das Gemeinwohl als ökonomische Maxime muss auch eigentlich da mit drin sein, weil ich glaube, anders geht's nicht. Aber ich lass mich gerne auch in Diskussion ein, inwiefern dieser Aspekt zum Notfallplan gehören muss. Vielen Dank.